Es gibt ein neues wildes Mandalorian Staffel 3 Leak eines unbekannten Leakers. Dieses Mal ist das Leak aber so weit außerhalb meiner Vorstellungskraft, dass das Fake sein muss. Oder? Wie immer potenzielle Spoiler voraus. Das Leak besagt, dass ein Spice-Kartell Greef Karga auf Nevarro unter Druck setzt, dass Grogu und Din an die Grenze der unbekannten Region reist und eine verhüllte Gestalt den Planeten von Yodas Spezies preisgibt. Nur dass das nicht Yodas-Grogus Heimatplanet ist, da aber trotzdem Leute von Yodas Spezies sind, mit kranker hellgrüner Haut, korrumpiert von der dunklen Seite. Boba soll eine permanente Nebenrolle haben und in mehreren Folgen auftauchen. Kinder der Watch tauchen auf Tatooine auf, die Tusken wollen die Tod sehen, weshalb Boba mit Black Crescenten gegen die Kinder der Watch, also die Schmiedien, Passwissler und so weiter kämpft. Ray Stevenson soll der Hauptbösewicht der Staffel, ein böser Mandalorianer sein. Und Rex, Wolf, Sabine, Ahsoka, Fenrir, Axe-Wolves, Hera, Carlos, Zeb und einige mehr sollen alle irgendwo in der Staffel auftauchen. Das ist zu viel und zu verrückt, um wahr zu sein. Oder meint ihr, Staffel 3 wird so riesig und so wahnsinnig? Ich bin mir nicht sicher.